Ich habe mich bei Tommy ausgeheult. Er hat gemeint, er hatte da auch Probleme, wusste aber nicht mehr, wie man das gelöst hat. Und ich war ja wenigstens so weit, dass ich wusste, was ich zu tun habe. Aber die Zeit hat einfach nicht ausgereicht. Und dass man das einfach hin und dann wieder wegdreht. Ach Gott. Oh mein Gott. An dieser Stelle riesen Dankeschön, Tommy. Riesen Dankeschön. Er hat mich dann nachgeguckt gehabt und mir dann das geschickt. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Ich wollte aber auch partout nicht selber nachgucken, ne? Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Ich dachte schon, die nächste Legende, die dann real wird. Ich bin noch ein bisschen Castlevania, Chupacabra, nicht gestört, verstört, geschädigt. Geschädigt, ja, das passt ganz gut. Da wäre noch was zum Looten, aber Wayne. Oh, guck mal, Schießpulver. Nehmen wir mit. Und dann hat man es geschafft. So einfach kann es sein. So einfach. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei gepanzerten Feinden. Oh. Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Ach so. Ich riech das jetzt nicht so sehr wie du, aber... Okay. Ich find's einfach schlimmer. Ich muss da nah dran sein. Das klang ungesund. Ach so, dann rutsch ich runter, okay. Ja, gut. Raus aus diesem Grab. Hey, widmen wir uns den nächsten Grab und verzweifeln. Nee, also die Gräber haben es schon ein bisschen mehr in sich, finde ich. Aber das war, ich weiß nicht. So, Gott sei Dank. Ich dachte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Einfach aus Prinzip gesprungen. Das ist so eine Sache, ja. So blöd für, ne? Jetzt da raus? Ich weiß es nicht. Oh nee, das war ja... Oh. Nee, das war der Weg in mein Verderben rein. Okay. Na, greift's mich an? Greift's mich nicht an? Hab mich nicht gesehen. Aber wie gesagt, die Morelen sind mir deutlich lieber als Piranhas. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schwer, ne? Ich kann ja so kleine, gemeine Viecher. Gut, dann, wie gesagt, zum nächsten Herausforderungsgrab. Obwohl, wenn wir hier in der Ecke sind, da war... Ich habe doch was freigemacht mit Flammen. Eigentlich wollte ich zum nächsten Grab jetzt gehen, so, ja, wenn wir das ein... Ups. Wenn wir das eine schon laufen, dann kann man ja schon mal das andere dann auch abschließen. Aber dann fiel mir gerade ein, ich habe ja hier noch was mit Flammen freigemacht.
wollen wir natürlich gucken. Oh, Käfer, 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 Spinne, keine Ahnung, irgendwas. Bei mir sind das jetzt alles Käfer. Ah, eine Karte. Mhm. Interessant, interessant. Okay. Und dann dürfte der Weg nämlich rein theoretisch zu unserem Lager führen, denke ich. Zu unserem Lagerplatz. Guck mal, das geht da unten. Ja, das ist wirklich der Weg. Okay, gut. Dann das Herausforderungsgrab und dann haben wir bloß noch den Weg in die Richtung, der ja am Ende zu unserer Mission führt, also zu unserer Story-Mission, meine ich. Ist jetzt der Jaguar eigentlich wieder da? Nö. Oh Mann! Ah, Mann! Jetzt aber. Hier runter. So, das eine, wo waren das jetzt? Das eine war da hinten. Ach, hier ist das andere. Warte, hier irgendwo. Hä? Wo sind das jetzt hin? Okay, nee, keine Ahnung, das ist jetzt verschwunden. Vielleicht hat es doch überlebt und ist nicht umgefallen. Okay. Gehen wir in das Grab. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich wollte gerade sagen, habe ich es ja doch richtig gehört. Komm und sieh dir meine Ware an. Hallo. Wonach suchst du? Wie läuft's denn so? Wie kann ich dir helfen, Lara? Ja, wir haben bei ihr ein bisschen was gekauft gehabt. Munition. Das können wir halt noch kaufen. Das Outfit. Hm, ein gutes Geschäft. Danke. Haben wir genügend? Schön. Mhm. Was könnten wir denn noch verkaufen? Was bringt denn viel? Nee, Gift will ich nicht verkaufen. Kaiserin-Jaguar-Haut können wir eigentlich ein bisschen was verkaufen. Eigentlich brauchen wir bloß eins verkaufen. Viel Spaß. Dann haben wir denn genug Geld. Wir haben ja nur ein paar. Hm, ein gutes Geschäft. Fehlt. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Ich denke mal, da geht's zum Grab. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Wir machen noch einen kurzen Schlenker hier. Erstmal ist hier ein Lager. Das aktivieren wir natürlich und gucken uns direkt mal an. Wegen den Outfits. War das ein gesamtes Outfit? Der purpurne Jägerin. Bonus EP-Jagd, also gewährt Bonus EP für das Erlegen von Tieren. Die Effekte Konzentrationszeit halten länger, benötigt die Fähigkeit Schuppen der Schlange. Wir gucken es uns mal an. Okay. Ja, sieht nicht schlecht aus.
Ich glaube, das lasse ich jetzt auch erstmal an. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn? 2. Ach, jetzt kann ich das überhaupt erst einsetzen. Da ist eine Karte. Ein Wandgemälde, Dokument, Relikt. Überlebensversteck. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb. Und der einzige, dessen Leben nicht durch einen Märtyrertod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von 5 Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Ja, dann haben wir hier alles und können reingehen, ne? Kann ich das noch mitnehmen? Nein, ist voll. Okay. Dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was uns hier erwarten wird an Rätseln. Und vor allem, was für eine Fähigkeit. Da bin ich am meisten interessiert daran. Ich hätte direkt mal gucken sollen, wie viel eigentlich noch von... Warte mal, ich muss mal ein bisschen Munition vielleicht herstellen. Soweit wie es geht jedenfalls. Viele optionale Gräber eigentlich noch in den Fähigkeiten zumindest gezeigt werden. So, dann lassen wir uns mal Knappseil. Wir kommen auf jeden Fall auf recht einfachen Wege wieder hoch. Oh, Käfer. Da ist auf jeden Fall ein Lager. So, da haben wir was zum Looten. Kann man das kaputt machen? Nein. Oh, 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 das geht ja hier runter. Ups, wäre ich mal da runtergefallen. Habe ich das richtig gehört? Da unten gucken. Nein, das klingt wieder nach sehr netten Leuten. Klingt nach Ärger. Mhm. Weil man hört sie, man sieht einfach noch keinen von denen. Hey, was machst du, Lara? Feuerpfeile herstellen. Ach, deswegen gibt es extra Feuerpfeile hier. Also Pfeile zum Finden. Das ist ja nett. Oh.
So, jetzt. Früher, also extra Pfeile und Stoffe. Schnell hoch. Oh, riecht wie faule Eier. Schwefel. Ist das jetzt kaputt oder hätte ich mich gar nicht so beeilen brauchen? Ich habe keine Lust. Ich bereite mich schon mal aufs Schlimmste vor, ne? Ist das irgendwas? Oh, Tatsache. Gas wieder. Das hätte auch schief gehen können. Da unten ist ein Überlebensversteck. Soll ich denn jetzt hin? Hä? Ach, da. Hab ich einfach nicht gesehen. Hat man überhaupt nicht gemerkt? Ja. Dass sie durch solche kleinen Gänge kriechen. Das ist richtig, richtig schlimm. Weil du hörst sie und du siehst einfach keinen. Einerseits gut und andererseits auch voll kacke. Die Exil sind auch hier? Ja, warum hat dich das jetzt verwundert, dass die hier sind? Hey. Richtiger Weg, nicht richtiger Weg. Einfach mal lang gehen und gucken. Weg, der zurückführt. Jetzt, Lara. Es wirkt nämlich eigentlich, als müsste ich hier weiter. Käfer. Was ist denn das, bitte schön? Das ist Höhle, Wald. Das ist Wahnsinn. Bis jetzt habe ich sie nur gesehen, aber kann noch nicht. Ich habe keinen Kontakt mit dem. Ach so.
Aber wie ich anstatt stehen zu bleiben, doch noch versuche drauf zu springen, ne?